Willkommen bei der nächsten Folge von Resident Evil 4. Nachdem wir in der letzten Folge ja einen neuen Freund gefunden haben, sind wir jetzt mit einer Kanone, ja, sagen wir mal, ausgestattet und werden den jetzt hoffentlich erledigen. Zwischendurch haben wir noch ein Spinell gefunden. Ansonsten ist hier jetzt nichts. Oh! Die plötzlich, ja. Messer einsetzen. Oh, ist schon tot. Rauf hier. Kanone benutzen. Tschüssi. Okay, weiter im Text. Hab gleich noch ein paar von den Typen erledigt. Tot. Drei Kugeln. Die ist voll. Kann ich hier runter? Ja. Einer ist da noch. Mal sehen, ob ich den irgendwie mit relativ wenig Munition zur Strecke bekomme. Meine Güte, hat er sich Zeit gelassen mit dem Sterben. Ansonsten war hier nichts weiter, dann können wir jetzt auch weiter. Hey. Ich sehe aber irgendwie gar nicht mehr so gut aus, obwohl ich eigentlich relativ viel Leben habe. Oh. Der lebt ja noch. Genug für heute. Ja, der ist in den Abgrund gestürzt. Haben wir hier noch was? Nee. Schöner Mist. Die TMP brauche ich hier. Ashley, wo bist du? Gerade wegen den Hunden. Oh, da ist ja noch was. Da die Kiste. Stylische Maske. Goldener Jeton. Ich habe solche Angst. Ich war plötzlich
überhaupt nicht mehr ich selbst. Ich war etwas anderes. Das muss schrecklich gewesen sein, ich weiß. Du auch? Angst zu haben ist okay. Aber lauf nicht weg. Du musst nach vorne sehen. Wir stehen das durch. Zusammen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das wirst du. Halt dich nur von meinem Messer fern, okay? Leon. Danke. Da haben wir auch das Kapitel beendet. Das ging irgendwie gefühlt schneller als das letzte. Was aber vermutlich daran liegt, weil zwischen den Aufnahmezeiten von diesem und dem letzten Kapitel eine relativ lange Zeit liegt. Getötete Gegner 46, die Genauigkeit ist immerhin schon mal besser geworden. Eine Stunde. Stunde 10. 33 Minuten habe ich hierfür gerade mal gebraucht. Okay. Schreibmaschine. Oh, falsche Taste. Immerhin habe ich sie jetzt wieder gefunden. Ich kann mich allerdings nicht daran erinnern, dass ich im Original mit der durch den Irrgarten gelaufen bin. Das wird jetzt spaßig. Luis, wo bist du? Sorry, ich hab's vermasselt. Komm und rette mich, mein Prinz. Treib's nicht zu weit, Prinzessin. Ach komm. Bin im Beisaal hinterm Burghof. Komm nicht zu spät zum Tanz. Unglaublich, der Typ. Aber wir können ihn doch nicht im Stich lassen, oder? Stimmt, hier gab's doch irgendwo auch so ein Teil. So ein Schachbrett. Rohstoffe. Schießpulver. Eine Dartscheibe. Ansonsten scheint es hier nichts großartig weiter zu geben. Außer hier liegt noch irgendwas. Hier. Ah, Gewehrmunition endlich auch mal wieder. Flintenmunition. TMP. Hier ist noch ein bisschen was. Ja, hier ist verschlossen. Ich glaube auch zur Sicherheit werde ich mal das Ding hier weglassen. Ich meine, wenn hier wirklich die Hunde rumspringen, dann werde ich schon mit denen beschäftigt sein. Da muss ich... Drei muss ich sogar. Beim letzten Mal waren es doch, glaube ich, zwei. Ah. Die muss ich, da muss ich, hier ist einer, da war einer und der andere, der war, keine Ahnung jetzt wo, aber die muss ich halt, sagen wir mal, runterlassen, diese Wappenbanner, wenn ich das richtig sehe. Genau, und ist definitiv aktuell noch zu einfach. Das ist der andere und hier... Oh. Die falsche Taste. Türmchen mit Hebel. Wie komme ich denn da jetzt hin? Oh. Ich muss hier rum. Ich muss links rum, dann rechts. Dann hier rum, dann hier rum, dann hier, dann hier. Wie komme ich hier hin? Genau der andere Weg.
Komm. Oh. Komm hier auch durch die Hecke gesprungen. Wo ist der jetzt hin? Eine Handgranate. Oh, Schande. Da war ich jetzt zu langsam. So ein Mist. Immerhin ist er gleich wieder weg. Handgranate, Handgranate, Handgranate. Die könnte jetzt helfen. So ein Dreck. Schon mal was von Leim gehört? Jetzt. Ein Glück. Blendgranate. Guter Austausch für eine Handgranate. Hier muss ich rein. Da muss ich vermutlich irgendwo wieder so einen Hebel ziehen, wie gerade, ja, in den letzten Folgen auf den Mauern. Zum Beispiel den Hebel hier. Ashley. Okay. Du musst den halten, na ganz toll. Ich bin immer vorsichtig. Das wäre Nummer 2. So ein Dreck. So ein Mist. Wo ist die? Gleich da. Leon, Leon! Warte, ich kümmere mich um sie! Nein! Oh, so ein Dreck. Blendgranate, jetzt reicht's mir langsam. Na, scheiß Töter. Das hat mir gereicht. Geht's? Ja, alles okay. Sehr schön. Wo war ich jetzt? Geld. Ich höre schon wieder was. Okay, wo muss ich jetzt? Geradeaus. Ja gut, das kann ich mir doch holen. Das liegt ja direkt auf dem Weg. Dämliches Viech. Daneben. Das Messer ist kaputt. Bist du okay? Ja. War zwar jetzt ein bisschen Verschwendung, aber ich hatte gerade leider nicht die Pistole. Ich höre die Hunde.
Langsam vorgehen. Noch ein Messer kaputt. Geht's dir gut? Ja. Das mit dem Ton ist wirklich komisch. Erste-Hilfe-Spray. Fürs Knurren. Granate. Ha, schade, ich habe sie beide nicht erwischt. Viech. Ich bin umzingelt. Augen zu. Ah, hier ist das Schachbrett. Von dem hatte ich vorhin gesprochen. Falsche Taste. Was? Ach, hier. Endlich raus aus diesem beschissenen Irrgarten. Da stimme ich zu. Besonders da sie ein bisschen Probleme mit ihren Hunden haben, wo es die jetzt. Hier lang. Oh. Ein Glück. Der Ballsaal kann nicht weit sein. Handgranate. Rohstoffe. Sieh mal die Statue da oben. Die da meint die bestimmt. Aber ich habe hier was anderes entdeckt. Ah. Neuer Edelstein. Ich hab neue Ware auf Lager. Was soll man denn hier? Gute Neuigkeiten, Partner. Hab richtig gutes Werkzeug an Land gezogen. Damit kann ich deine Waffen ab jetzt noch fiesere Modifikationen verpassen. Was? Gegen die entsprechende Bezahlung versteht sich. Sag Bescheid, wenn du daran interessiert bist. Das nächste Level. Komm, wirf einen Blick drauf. Blauer Brief. Die blauen Medaillons sind ein Schandfleck und ich will, dass sie verschwinden. Zeigen wir ihnen, dass wir keine Angst haben und dass wir dies nicht dulden. Alle blauen Medaillons zerstören. Große Halle, 6 Stück. Ich vermute mal, da geht's runter zum. Nee, zum Schießstand geht's da nicht lang. Des einen Knarre des Willkommen. Ich hab was Neues für dich, Partner. Kelch der Buße. Ihnen gewidmet ist. Ach, mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Kann mit bestimmten Edelstein kombiniert werden. Das kaufe ich also, um es mit Edelstein zu kombinieren, um es dann wieder zu verkaufen. Ja, macht das Sinn? Nee.
Aber du hast gesagt, du hast noch was Neues. Neuer Koffer. Ah, gut. Der ist ziemlich groß. Erfüllt seinen Zweck. So viel ist sicher. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Spezialupgrade. Hier, wie du es haben wolltest. Damit machst du nichts verkehrt. Ich verkaufe gleich noch so viel wie geht bei dem Heini und dann gehe ich weiter. Beende ich die Folge, meine ich. Ich werde aber jetzt erstmal noch ein bisschen was kombinieren. Oh. 35.000. Da habe ich zweimal gehabt. Gebe ich jetzt einfach das. Ist das zwar etwas weniger wert, aber ich kann dennoch verkaufen. Schachbrett verkaufe ich auch. Angenehme Reise, willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Danke. Heieiei. Erstmal die Schutzweste. Ich bin pingelig, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Die Broken Butterfly, die ballert richtig rein. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Hier, wie du es haben wolltest. So. Kommt vielleicht manchen jetzt etwas übertrieben vor, dass ich die Waffe so verbessere, aber ich meine, es gibt vermutlich dann später noch genügend Möglichkeit, die anderen zu verbessern. Ich hoffe es jedenfalls. Wobei... Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen, oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Die Waffe verbessere ich nicht, da ich noch später die Striker kriege. Die verbessere ich, die auch. Und die auch. Und das war's. Na dann, komm jederzeit wieder. Schau ich mir mal meinen neuen Koffer an. Der sieht gar nicht so viel größer aus. Egal. Ich speichere jetzt auf jeden Fall erstmal, denn wir sind jetzt wieder am Ende angelangt. Ich bin froh, dass ich zumindest schon mal durch den Irrgarten durch bin und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Resident Evil 4. Bis dahin, tschüss.